Karin Kulan, ich bin Mitarbeiterin des Raal Goslar und wir veranstalten seit 2006 regelmäßig Aktionscafés für die Elternhilfe für das krebskranke Kind in Göttingen. Wir haben 2006 ganz klein angefangen mit einem kleinen Adventscafé und haben ganze stolze 370 Euro eingenommen. Wir waren mächtig stolz und wollten es überall bekannt machen, doch keiner wollte was von uns wissen. Ja, und man muss mir nicht einmal sagen oder zweimal sagen, bringen Sie 1000 Euro, dann berichten wir über Sie. Das haben wir nämlich schon im nächsten Jahr, im November 2007, geschafft. Seit dieser Zeit machen wir im März ein Frühlingscafé aus Anlass des Weltfrauentages, jedes Jahr im Sommer ein Kinderfest für 2 Tage und im Advent, immer vor dem ersten Advent, 3 Tage unser Adventscafé. Wir waren gestern und heute aktiv und wir haben gestern und heute über 4.400 Euro eingenommen für die Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen. Wir lassen das Geld immer der Stiftung zukommen, damit das Elternhaus oder die Existenz des Elternhauses auch für die Zukunft gewährleistet ist. Ja, letztes Jahr konnten wir 6.048 Euro spenden und wir wollen natürlich sehen, dass wir das dieses Jahr auch schaffen. Im Elternhaus, wir haben das Elternhaus auch schon mehrfach besucht und jedes Mal, wenn wir von einem Besuch wiederkommen, sind wir der Meinung, wir müssen noch viel mehr tun. Wir können dies aber nur, weil wir ganz viel Unterstützung von außen haben. Wir haben jetzt zum Beispiel unsere Kekse aus Lüneburg, Uelzen, Bad Bevensen, aus dem Kindergarten Birnewitz, von der Marie-Juchert-Schule in Wolfshagen, aus Braunschweig, aus dem ganzen Harzumland zusammengesammelt. Wir haben wohl ungefähr 320 Tüten Kekse verkauft. Die Marie-Juchert-Schule war ganz fleißig, da haben die Kinder sogar schon Tüten vorher verkauft und hatten mir 43 Euro zusätzlich zu den Tüten gegeben. Die Kuchen kommen auch aus dem ganzen Landkreis, aus Braunschweig, aus Hildesheim, aus Osterwiek, aus Fienburg, also ringsherum. Wir brauchen Unmengen von Torten und das geht also nur, wenn wir ganz, ganz viele Unterstützer haben. Genauso ist es mit unserem Bazar. Da wird gehandarbeitet in Bremen, in Lüneburg, in Hildesheim, in Braunschweig, im ganzen Harzgebirge. Sogar in Freiberg haben wir jetzt eine Dame, die für uns handarbeitet. Und nur so kommt es, dass wir auch jedes Mal tolle Ware haben und Sie natürlich auch schön bei uns bummeln und stöbern können. Und für den Flohmarkt finden wir jetzt ständig Spender, weil jeder sagt, er möchte Gutes tun, er weiß, unser Geld kommt genau dort an, wo es hingeht, nämlich zu 100% bei der Elternhilfe. Wir entnehmen nichts für irgendwelche Werbung, für irgendwelche Dinge, die wir kaufen müssen. Alles, was wir brauchen, finanzieren wir entweder selbst oder kommt aus Spenden. Ja, wir wollen weiterhin Gutes tun und hoffen, dass wir irgendwann auch die 100.000-Euro-Marke erreicht haben, denn wir werden jetzt mit diesem Jahr über 70.000 Euro steigen. Und wir sind da mächtig stolz drauf und wir sind wahnsinnig dankbar für diese viele Unterstützung, die wir von allen bekommen, von Leuten, die im Grunde mit uns gar nichts zu tun haben, die das gelesen haben, die kommen und sagen, das finden wir toll, das ist etwas, wo wir hinterstehen und das ist etwas, was wir gerne unterstützen. Da kommen Herrschaften, die bringen jedes Mal ein Scheinchen in Jolante, unser Glücksschwein. Da kommen aber auch alte Damen, die ganz, ganz wenig Rente haben. Und die spenden 50 Cent und 5 Spenden Euro. Und auch diese Spenden sind so wichtig, wichtig für die Kinder, für die Familie. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ein krebskrankes Kind, ein schwerkrankes Kind, dann ganz allein in der Klinik liegt und keine Unterstützung von den Eltern hat. Und diese Unterstützung wird ja im Elternhaus gewährleistet. Die Eltern können bei den Kindern bleiben, können in der Nähe der Kinder bleiben und können die Kinder unterstützen. Und die Eltern selber, für die ja auch eine Welt zusammenbricht, wenn ihre Kinder schwer krank sind, die Eltern werden auch dort betreut und es wird ihnen geholfen. Und das ist etwas, was man mit keinem Geld der Welt bezahlen kann. Und solange wir irgendwo Kraft haben und diese Unterstützung ringsum bekommen, solange sind wir uns einig, wollen wir auch weitermachen. Und die nächsten Termine stehen auch schon fest. Das ist der 8. und 9. März zum Weltfrauentag. Das ist der 15. und 16. August als Kinderfest, jeweils Freitag und Samstag. Und der 26. bis 28. November wieder als Adventscafé. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der kommt. Und wir würden uns auch freuen, gerade Sie auch begrüßen zu können. Und wenn Sie Lust haben, auch selber mal zu backen oder selber was zu handarbeiten oder was beim Flohmarkt zu spenden oder einfach auch mal zu helfen, wir nehmen das dankend entgegen. Wir freuen uns auf jeden, der zu uns kommt.